0:0 am Ende im Auswärtsspiel beim Chemnitzer FC. Alex Bruns, wie war es für dich als Torwart? Da hinten hast du das ganze Spiel vor dir. Wie hast du es gesehen? Warum wollte der Ball heute für uns nicht ins Tor? Ja gut, wenn man sich beide Halbzeiten anguckt, dann denke ich, geht das unentschieden in Ordnung. Erste Halbzeit waren wir klar dominierend, waren klar die bessere Mannschaft, hatten auch die zwingenden Torchancen, wo wir dann leider keine von nutzen. Zweite Halbzeit kriegen wir dann Probleme, muss man sagen. Da hat vielleicht die letzten Prozente in der Kampfbereitschaft und alles ein bisschen gefehlt und schon kriegst du Probleme hier in Chemnitz. Und ja, und dann haben sie natürlich zwei, drei riesen Dinger hinten raus noch Chemnitz. Und deshalb, wenn man sich beide Halbzeiten anguckt, geht das unentschieden in Ordnung. Und nichtsdestotrotz sind wir hergefahren, um zu gewinnen. Das haben wir nicht geschafft. Und ja, wir werden jetzt die Köpfe wieder richten. Es geht weiter und werden natürlich die zweite Halbzeit ansprechen. Da waren einige Dinge halt nicht in Ordnung. Die müssen wir abstellen. Und wenn wir so wie die erste Halbzeit auftreten, 90 Minuten lang, dann gehen wir ja auch als Sieger vom Platz. Du hast es angesprochen, in der zweiten Halbzeit kamen die Chemnitzer unserem Kasten gefährlich nahe. Zweimal tauchte Bonga frei vor dir auf, einmal mit dem Fuß, einmal mit dem Kopf. Gute Paraden von dir, wie hast du die Szenen gesehen? Ja gut, bei der ersten Szene, da pennen wir komplett, da war Freischuss, der schnell ausgeführt wurde. Ich will Dodo noch was sagen, aber die schalten alle ab. Das sind halt, wie gesagt, diese kleinen Dinge, die uns in der zweiten Halbzeit gefehlt haben. Da dürfen wir nicht abschalten, normalerweise wäre jetzt sowas sofort bestraft, da habe ich dann meinen Job gemacht. Und der zweite war eine gute Flanke, wo ich mich dann groß mache, wo er mich anköpft. Aber wie gesagt, du kannst nicht alles verändern in der dritten Liga, dass jedes Spiel auf Messer schneide und wir müssen einfach zusehen, dass wir wie in der ersten Halbzeit 90 Minuten auftreten. Nachdem der Ball in der ersten Halbzeit schon nicht ins Tor wollte, was gab es da in der Kabine für eine Ansprache während der Halbzeitpause? Was hat euch Stefan Krämer mit auf den Weg gegeben für die zweite Halbzeit? Ja, also durchweg war es eigentlich positiv. Wir wussten, dass wir eine gute erste Halbzeit gespielt haben, dass wir eigentlich dominant waren. Wir wussten aber, dass Chemnitz halt auf die Konter laut, auf schnelle Umschaltsituationen. Da haben wir dann gesagt, da müssen wir aufpassen, die lauern auf sowas. Aber wenn wir dann so wie in der ersten Halbzeit weitergemacht hätten, hätten wir auch weitere Torchancen kreiert und dann hätten wir auch früher oder später dann das Tor gemacht. Davon war ich überzeugt. Aber wie gesagt, zweite Halbzeit haben wir dann irgendwie hat uns irgendwie was gefehlt und schon Chemnitz hat es dann gut gemacht und dann, ja, wie gesagt, dann ist es ein verdientes Unentschieden. Danke dir, Alex, gute Rückfahrt. Ja, 0:0 gegen Chemnitz, bei mir ist unser Abwehrspieler Tobias Müller. Tobias, gerade in der zweiten Halbzeit war es doch sehr schwer, weil die Chemnitzer immer wieder gute Chancen hatten. Wie war das Gefühl gerade hinten, wenn dann die Chemnitzer immer wieder auf euch zurollten, sage ich jetzt mal? Ja, ich glaube, das war der ganz klare Plan heute von Chemnitz. Sie standen sehr, sehr tief, eigentlich über die komplette Spielzeit und haben auf Konter gelauert und auf ihre Chance gelauert. Wir haben in der zweiten Halbzeit zwei Kämpfe hinten verloren, wo es dann halt extrem brenzlig geworden ist, wo wir uns bei Alex bedanken müssen, dass die Null steht, sag ich mal. Ja, wir hatten in der ersten Halbzeit viel Ballbesitz, haben uns aber einfach zu wenig Chancen erarbeitet, sind zu wenig über außen durchgekommen, vielleicht insgesamt auch, sage ich mal, ein bisschen im Spielaufbau zu langsam gewesen, wie der Ball gelaufen ist. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch schwer gegen, sage ich mal, so eine tief stehende Mannschaft, sich durchzukombinieren. Aber daran gilt es jetzt zu arbeiten, weil uns das ja vielleicht auch häufiger in der Saison erwarten kann, dass wir da Lösungen finden, ja. So ein bisschen wirkte das in den ersten Minuten so, als wären unsere Fans hier alleine. Von der Gegenseite gab es auch keine Stimmung. Man hatte das Gefühl, das kommt so ein bisschen auf den Platz. Wie war das für euch? Erstmal natürlich die Einordnung unserer Fans und so insgesamt diese Kulisse? Ja, ich brauche da, glaube ich, gar nicht mehr nichts mehr dazu sagen. Also die Fans sind ja jede Woche lautstark und zahlreich uns am Unterstützen. Und ja, es war für uns eigentlich heute ein Heimspiel. Und es tut uns eigentlich mehr oder weniger leid, dass wir nicht die 3 Punkte mit nach Magdeburg nehmen können und die Fans eine schöne Rückfahrt haben, ja. Aber ja, da gilt es einfach auch nur Danke zu sagen.